Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem Spiel auf Steam und zwar Lost in Nature Survival Simulation. Ja, ich bin hier gerade zum ersten Mal auch drin und wir gucken mal, was hier alles gibt. Bla 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 bla. Wie 1000. Wir machen natürlich volles Rohr hier. Apply. Ja, wird schon so stimmen. Deutsch natürlich, klar. Schweiz. Gut, machen wir Fantastic. Extreme. Safe. So. Aber die Musik nervt. Es ist immer das gleiche bei Spielen. Das Audio-Volume. Kannst du nicht... Na, leider kann man die Musik nicht regeln. Ist egal, wir machen einfach New. Show Intro ist gut. Difficulty, Save Slot 1. So, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Ein Schiffchen. Logbuch-Eintrag vom 8. April 1706. Mein Name ist James Fitzelen. Und dies wird meine letzte Reise. Aha, wenn er sich da so sicher ist. Obwohl wir noch Monate unterwegs sein werden, habe ich bereits den Brief für meine liebe Valentine fertig. Durch die Anleitung meines Waisenvaters Baldwin Fitzalan habe ich es als Handelsmann schnell zu Reichtum gebracht. Schon bald werde ich meine eigene Handelsflotte besitzen und mich mit meiner Verlobten Valentine in Cottesmore niederlassen. Ah, yeah. Heute Morgen hat mir wieder etwas zu lachen. Der junge und hochnäsige Kapitän Nathaniel Fitzwilliam hat angeordnet, direkt durch die seichten Gewässer östlich von uns zu fahren. Keiner, der bei klarem Verstand wäre, würde so eine waghalsige Entscheidung treffen. Ist ein gutes Schiff, aber das Wetter ändert sich in diesen Gefilden schnell. Und so kam es, wie es kommen musste. Das Wetter schlug um und die Wogen erbosten. Der Matrose Thomas scharte Leute um sich und machte Stimmung, die neue Lucy Morley über Bord zu werfen. Er war ganz besessen davon, dass eine Frau an Bord Unglück bringt. Man weiß es nicht. Und durch den Aufruhr und die schlechte Sicht nahm das Unglück seinen Lauf. Eisberg voraus! Ist der Nebel da irgendwie komisch? Okay. Na, wir haben da aber noch ein paar Grafikfehler drin, würde ich sagen. Guckt, der Nebel sieht schon mal ein bisschen komisch aus und ja. Naja, dann geht die Karre jetzt wohl unter, würde ich sagen. Hallo? Nein. Please wait. Please wait? Habe ich das nicht gerade auf Deutsch gestellt? Das ist nicht so laut. Alter, du fühlst dich immer noch benommen. Oh. Ich mach das mal, ich muss mal kurz hier. Nein, ich einfach. Das ist zu laut. Warte mal kurz, Leute. Das ist zu laut. So? So, jetzt muss ich aber kurz. Bäume reduzieren.
etwas. Ja, wir machen das mal ein bisschen. Boah, das läuft echt nicht gut, Leute. Boah. Was ist denn hier passiert? Was ist denn mit der Grafik hier falsch? Also, ich will ja nichts sagen, Leute, aber die Grafik sieht jetzt nun wirklich nicht toll aus. Und ich habe eine GTX 1080 Ti drin und das läuft mit 28 Bildern pro Sekunde. Ich bin mir nicht sicher, ob es Rechner gibt, die noch schneller sind als meiner. Von daher würde ich mal behaupten, das stimmt hier irgendwas. Egal, wir schauen mal. So, was geht jetzt hier? Vitalität, Hunger, Durst, Verstand. Wir sehen auch am... wir sehen halt auch ein bisschen am... ja... UI, in den ganzen Menüs, dass das alles relativ einfach gehalten ist. Macht aber nichts. Wir haben einen Stein. Strandgut. Wein. Oh, ich glücklicher. Oh, guck mal, was war das denn? Was ist das denn hier? Herstellen? Überleben? Spitzhacke. Formter Stein und ein Ast. Wieso kann ich das nicht zumachen? Achso. Boah, das läuft ganz furchtbar schlecht. Und das sieht auch ganz furchtbar aus. Was ist denn hier passiert? Habe ich irgendwas falsch eingestellt? Ich wüsste... ich stelle es mal noch weiter runter. So, jetzt. Boah, das sieht... grauenvoll. Nee. Boah, selbst jetzt läuft's. Da kann ich es auch direkt wieder hochstellen. Meine Fresse. Oh Mann, Leute. Also, das Spiel dürft ihr wirklich nur zocken, wenn ihr einen absoluten Hardcore-High-End-Rechner habt. Am besten zwei GTX 1080 Ti im SLI-Verbund. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier machen soll. Ich würde sagen, wir tun mal hier was. Halte Maus L gedrückt zum Interagieren. Rinde? Palmenblatt? Palmenblatt? Also... irgendwie, hier sind auch gar keine Animationen oder so, ne? Ich halte es jetzt einfach gedrückt und irgendwas passiert. Ja. Hä, wo ist denn das jetzt? Moment, wir haben das überhaupt nicht. Oder? Brett? Okay, also irgendwie... boah, das... Alter, die Grafik sieht unfassbar hässlich aus. Guckt euch das mal an. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, das... Kokosnuss. So, hab ich die jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Wo ist sie denn jetzt? Oder liegt die jetzt auf dem Boden? Warte. Hä? Da stand doch gerade... hier, da steht doch Kokosnussrinde. Alter. 30 FPS. Oh, guck mal hier. Ah, Holz. Sehr schön. Jetzt haben wir mal Holz. Boah, hier muss ganz, ganz furchtbar dringend was an der Performance gemacht werden. Hier, den hatten wir schon, ne? Genau. So.
Ah, guck mal, jetzt Muschel. Ein sehr hilfreicher Ass. So. Geformter Stein. Wie kann ich denn den Stein formen? Ah, hier. Ah. Haha. So, jetzt. Ha. Hey. Ja, das hier ist ein bisschen komisch. So. Ich denke mal, das können wir jetzt hier unten reinziehen. Nein. Zu. We just right-click it. Zack. So. Und jetzt? Jetzt kann ich wahrscheinlich erst den Baum fällen, richtig? Ah ja. Nette Animation. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das noch verbessert wird. Weil das kannst du natürlich so nicht lassen. So. Auch wenn wir jetzt mal... Guckt mal hinten die Insel. Da, über mir, da oben, da hinten die Insel. Das sind alles exakt die gleichen Bäume. Palmen. Die sind... Exakt gleich alle. Die sind einfach nur kurz. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. Ach, Leute. Das Problem ist, ich habe schon hunderttausende PC-Spiele gezockt. Seit 25 Jahren zocke ich PC-Spiele. Und ich kenne es ja alles. Und das ist halt... es gibt halt... 10 Millionen Spiele, die sind halt besser. Ne, das ist halt nun mal so. Und es ist ganz schwierig für so ein Spiel auf Steam irgendwie Fuß zu fassen. Also meiner Meinung nach ist es unmöglich. Da musst du schon echt was bessere Idee haben oder irgendwie was Besseres rausbringen. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt den ganzen Krempel hier, richtig? Genau, Stamm verfeinern. Brett können wir jetzt machen. Zack, 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 Bretter. Was? Rinde? Rinde hatten wir doch eigentlich auch. Heim. Stein, Stamm. Spitzhacke. Geformter Stein. Wir brauchen noch einen geformten Stein. Das heißt, wir müssen jetzt erst nochmal... Wieso geht denn das hier nicht mit dem X zu? Wenn hier doch ein X ist... Auf jedes X auf der ganzen Welt kann man draufdrücken. Nur auf das nicht. So. Da hinten sind Steine. Wir gehen mal eben schnell Steine holen. Heia! Heia! Verdammt! Moment. Wir brauchen jetzt ein... Moment. Wir brauchen jetzt das Tool... Das Tool brauchen wir jetzt. Also wir brauchen geformten Stein. Das heißt, wir müssen irgendwo... Zwei Steine müssen hier irgendwo rumfliegen. Das ist das Problem. Wenn du Steine brauchst, um Steine abzubauen. Haha. Was war das? Nee. Scheiße. Ich sehe keinen Stein. Seht ihr einen Stein? Da liegt einer. Puh, die Grafik, Junge, Junge, die ist schon... Da musst du schon sehr leidensfähig sein. So, das war ein Stein. Wo ist der nächste? Kommt schon, Leute. Hier muss da irgendwo noch ein Stein sein. Da hinten. Ich hoffe, den kann man aufheben, aber der ist, glaube ich, ein bisschen groß, ne? Ja. Ah, leck mich doch. Na, 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 na. Hier ist kein Stein.
Mann! Hätte ich den jetzt vorhin nicht verschwenden dürfen, oder was? Komm schon, ey, ernsthaft. Falling Damage scheint es nicht zu geben, oder? Durst. Wie kriegen wir denn Wasser? Ah, hier. So, jetzt. Verfeinern. Ein Stein. So, und jetzt können wir hier natürlich schön unseren... Oh, nee, jetzt sind hier wieder keine großen Steine, oder was? Leck mich doch fett. Nee, sind's nicht. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Das sieht aber auch alles gleich aus. Boah, Leute, das geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Das kannst du echt nicht machen. Haben wir jetzt hier... Durst. Haben wir jetzt nicht mehr. Das ist doch schon mal gut. Na, 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 na. Da hinten um die Ecke waren die, ne, glaube ich, die. Also, interessanterweise, so langsam scheinen die Bilder pro Sekunde irgendwie hochzugehen. Jetzt sind es schon 44, 54, sowas in der Art. Chopping. Man hört aber was. Man hört tatsächlich was. Jawohl. So sieht's aus. Jetzt können wir gleich noch ein Feuer machen. Klick, klack, klick, klack. Och nee, guck mal, die geht unten kaputt, die Pickaxe. Oh nee, ey. Was ein Shit. So. Achtmal Stein. Und achtmal Stamm. So, also noch drei Steine und drei Stämme. Hoffentlich hält unsere Axt das noch aus. Sieht aber nicht so aus. Eins, zwei. Vielleicht kriegen wir den kleinen hier noch. Nee, das wird. Das gibt, glaube ich, keinen. Oh. Müssen wir wieder einen neuen herstellen. So, jetzt. Oh. Au, ihr seht es gar nicht. Ihr seht es gar nicht. Ich bin davor. Also hinter mir ist so eine Anzeige für das aktuelle Werkzeug, wie viel Prozent das noch hat. Haltbarkeit. Das ist jetzt gerade auf 73%. So. Wie, Einstein fehlt immer noch. Leck mich doch. Ja klar, stimmt, weil wir haben ja... Klar, wir mussten ja jetzt auch wieder zwei hergeben. Nein, 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 nein. Schön warten. So, jetzt aber. Jetzt haben wir genug Steine. Und jetzt bauen wir nur noch eben Holz. Jetzt ist die Axt kaputt. Und du musst den Baum natürlich dann wieder von vorne fällen. Der repariert sich dann automatisch wieder, der Baum. Und jetzt brauchst du wieder Stein. Nee, Leute, tut mir leid. Also das... Nee. Das geht mir jetzt schon so dermaßen gegen den Strich. Du bist ja die ganze Zeit Werkzeuge am Herstellen quasi. Weil die sofort kaputt gehen. So, jetzt hab ich wieder zu wenig Stein. Ach, Leute, wie geil. Ach, Leute. So.
Komm, das Feuer machen wir noch. Das Feuer kriegen wir noch hin. So, meine Fresse. Komm schon. So, jetzt ist das dunkel. Ach, Leute. Und Verstand ist auch... Na, klasse. So. Jetzt brauchen wir nochmal Steine. Wenn ich den Stein jetzt nicht... Ey, dann kriege ich einen... Knapp, aber... Ja. Jetzt sehe ich natürlich die Steine nicht, ne? Richtig? Doch. Haben wir jetzt genug? Für das Feuer? Jawoll! So. Brennstoff. Zunde? Wie kriege ich denn... Zweimal Rinde. Komm, die kriegen wir noch. Das war doch auch hier, oder? Wie kriegt man denn Rinde? Muss ich das mit dem Werkzeug vielleicht machen, ne? Nee. Hä? Es gibt aber nur zwei Werkzeuge. Kiste. Hinter dem Zaun beginnt die Wildnis. Schutz vor Regen. Ja, Leute, was weiß ich, wie man Rinde macht. Wir hatten das vorhin. Warte mal, wenn wir die Axt aus der Hand nehmen. So, da ging das doch, oder? Hä, was... Was in aller Welt, Leute? Ernsthaft? Da stand doch jetzt kurz Rinde. Aber was soll dieses Zeichen hier? Da steht halte Maus L. Maus links gedrückt. Mach ich. Hier. Palmenblatt, Kokosnuss. Brett. Ne, Leute, ich... Das ist... Wir belassen es dabei, würde ich sagen. Ihr könnt euch selber eure Meinung bilden. Es ist wirklich... Es fühlt sich wirklich an, als wenn das in 5 Stunden programmiert wurde. Gerade die Palmen so hingeklatscht, die Grafik ist echt schrecklich. Und das Gameplay, ihr seht es, ist, es gibt 2 Werkzeuge... 3 Materialien und hier ein Feuer, eine Kiste, Unterstand und Zaun. Jetzt gucke ich mal gerade nochmal, was das kostet. 15 Euro. 15 Dollar. Ich weiß nicht, was es in Euro kostet. Wahrscheinlich auch 15 Euro. Ja. Was soll ich dazu sagen, Leute? So, wir sind jetzt gleich tot, das gucken wir uns nochmal an. Your remains may help the next shipwreck survive. Ja, wie ihr seht, die Übersetzung, die ist halt noch nicht fertig anscheinend irgendwie. Also vieles ist zwar auf Deutsch, aber mittendrin ist auch noch was auf Englisch. Also... Sorry Leute, aber ich kann da jetzt nicht sagen, dass ich das wahnsinnig geil finde. Tut mir leid, aber da fehlt es halt überall. An der Grafik, an der Steuerung, am Menü. Das ganze Gameplay, das sind ja nur 2, 3 Elemente, die du machen kannst. Das Werkzeug geht kaputt, wenn du 5-mal draufgehauen hast. Dann musst du wieder das Werkzeug herstellen. Dafür brauchst du wieder irgendein Zeug und so. Nee. Ist nichts für mich, Leute.
Aber ihr könnt es euch ja gerne mal anschauen und mir erzählen, was ihr davon haltet. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.